In der Wiener Galerie Unikat stellten zwei Waidhofener Künstlerinnen ihre Objekte aus und befanden sich dabei in illustrer Gesellschaft. Gleich beim Entree grüßte der Gseis, eine Schwemmholzfigur von Gerlinde Weiß. Der Erlös der Veranstaltung kommt übrigens dem Verein für humanisierte Arbeitsstätte zugute. Ja, das ist ein ganz tolles Gefühl, also dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, dass ich da einmal wegkomme, also von Waidhofen, und dass ich da in Wien ausstehen kann, das freut mich wahnsinnig. Also es hat mir wirklich, macht Spaß. Wie schaut es aus? Haben Sie eigentlich für Wien, für diese Ausstellung, eigens die Exponate ausgesucht? Ja, also es sind meine Lieblingsstücke, die ich in der Wohnung habe oder auch bei Freunden, die ich mir dann wieder ausgepackt habe, die ich da mitnehmen konnte, und habe schon ein paar kleine Sachen nur dazu gemacht. Aber es sind meine Lieblingsstücke, die ich da habe jetzt. Die Reaktionen sind sehr gut. Sie haben schon sehr viele Punkte gesammelt. Vielleicht geht ja auch ein Stück weg heute. Ja, das war ja super, wenn ich mit einem leeren Auto wieder heimfahre, als wie ich gekommen bin. Auch der bekannte österreichische Bluesmusiker Erik Trauner besuchte die beiden Waidhofener Künstlerinnen. In einer Wiener Galerie stellen heute zwei Waidhofenerinnen aus, gemeinsam mit Karl Korab. Ist doch ein ganz guter Raum, oder? Ja, ist schön, freut uns. Es ist jetzt so, Sie haben jetzt auch hier eigentlich einen Bewunderer gefunden, und zwar den Erik Trauner von der Mojo Blues Band, der ja auch ein Faible hat für diese Figuren. Er hat mir erzählt, dass er ganz winzige macht, gell? Und dass er ganz viele macht, so Art wie mit Zinnsoldaten so in Landschaft. Und eine Ausstellung in Wien mit Ihren Figuren, haben Sie da spezielle Figuren ausgesucht? Also Figuren, die mir schwer gefallen sind, also sehr anspruchsvolle ausgesucht. Und ich habe ausgesucht witzige, die in meinen Augen witzig sind. Ja. Welche Figuren fallen Ihnen schwer? Das sind die Damen hinter mir, die stehen und relativ hoch sind, die hohl sein müssen und die ja mit der Hand aufgebaut werden. Also das ist schon eine Herausforderung, diese zu machen.